Willkommen zurück bei Edda. Weiter geht's. Wir haben ja wieder sehr Spannendes und Unheimliches erlebt das letzte Mal. Doch ein bisschen ist das ja auch vorangegangen. Wir haben uns oben auf dem Speicher noch weiter umgeguckt. Und ja, jetzt wollten wir sehen, wie es doch mal hier unten noch so aussieht. Das fängt ja schon wieder super an. Was zum Kuckuck ist das? Ja, ich muss natürlich auch hinrennen, da bin ich selber schuld. Okay, da war ich selber schuld. Ja, wir haben uns... wollten uns hier ein bisschen umgucken, haben das auch schon gemacht. Haben ein Bäumchen gepflanzt. Mal gucken, was es damit noch auf sich hat. Ich denke mal, oben werden wir da noch mehr sehen. Und ansonsten haben wir noch ein paar Steintafeln aufgenommen. Mal gucken, wofür wir die brauchen. Und ja, wir wollten uns einfach mal überall wieder ein bisschen umgucken, mal sehen, was es so getan hat. Hier in diesem Raum scheint ja auch schon wieder jede Menge Tolles vor sich zu gehen. Ich hoffe, das war das Einzige, was hier so angriffslustig auf mich zuschwebt. Da sehen wir ja schon ein sehr interessantes Symbol. Ich vermute, dass ein Hexensymbol, dass das ein Hexensymbol ist, aber ich bin mir nicht sicher. Wer das wohl angefertigt hat? Ja, das könnte wirklich so in der Richtung, in die Richtung Hexensymbol gehen. Ja, mal gucken, was wir damit machen können. Ansonsten sehe ich mal noch nichts. Und ansonsten tut sich auch nichts. Hier haben wir... Was? Okay. Ich glaube, da habe ich gerade was verpasst, aber bin ich ganz froh drum. Komisch, ich habe eigentlich nichts gesehen, aber egal. Hier haben wir eine prähistorische Venus. Eine urzeitliche Venus aus Holz. Okay. Ja, die haben sich ein bisschen vermehrt. Anfangs war das nur eine, glaube ich. In dieser Venus ist etwas. Ich habe gehört, wie es sich bewegt hat, als ich sie in die Hand genommen habe. Vielleicht ist sie hohl. Okay, also sollen wir sie kaputt machen? Da gibt es ja allerlei Möglichkeiten. Nein, das wollte ich nicht machen. Da gibt es ja allerlei Möglichkeiten. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welche die richtige ist. Was ich gerade ein bisschen komisch finde, so Sachen wie das Jagdmesser, Notizbuch, keine Ahnung, Handy und so weiter, die Feldflasche und auch die Axt, die kann man irgendwie nur noch untersuchen und gar nicht mehr benutzen. Nicht so wie das Feuerzeug jetzt, wenn ich mit der linken Maustaste darauf gehe. Das kann man alles noch normal verwenden, aber ja, scheint so, als ob das andere vielleicht schon unnütz geworden ist. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr. Naja, ich werde mal darauf achten. Wir haben jetzt jedenfalls diese Puppe mitgenommen, die wir kaputt machen wollen. Und ich weiß nicht, das Werkzeug oder der Schraubstock, ich denke, dass meine Hände zittern. Ich habe Angst, mich zu verletzen. Ich muss die Statue irgendwie fixieren. Ach, wirf's doch einfach auf den Boden, Junge, tritt drauf, was weiß ich, das ist doch nicht so schwierig. Ah, okay. Tja, ich würde sagen, dann ab mit uns in die Werkstatt, da wollten wir eh noch hin. Und versuchen wir mal, diese Venus kaputt zu machen. Und als Nächstes gehen wir vielleicht wieder hoch und versuchen, oder gucken mal, was es mit diesem Baum auf sich hat. Der wird ja nicht umsonst hier gewachsen sein. So. Schraubstock ist hier. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal. Genau. Jawohl.
können wir hier festmachen und jetzt benutze nochmal dein Werkzeug. Vielleicht will das mit dem ja aufbrechen. Wenn die Statue fixiert ist, sollte es kein Problem sein. Ja, dann mach. Ich habe ein Loch in die Statue gemacht. Es ist etwas darin. Tatsächlich eine Perle. Wie gut, dass du hier nicht rauskommst. Ja, gut. Eine Perle. Eine wunderschöne Perle. Sie glänzt matt. Ich brauche die kleine Statue nicht mehr. Okay. Ja, haben wir eine Perle mitgenommen. Tja, ich weiß trotzdem noch nicht so ganz weiter damit. Ah, doch, ich hätte eine Idee, aber darauf kommen wir später. Ich denke mal, wir werden hier erstmal wieder gehen, denn ansonsten gibt es hier nach wie vor nichts. Und ja, sollen wir nochmal hochgehen? Mal gucken. Was könnten wir machen? Ach ja, genau, wir wollten hoch zum Baum gehen. Was anderes fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Und was ich auch noch machen möchte, ist mit diesen Masken ja ein bisschen herumspielen. Ob wir die dann benutzen können, beziehungsweise ob wir was Neues dadurch sehen. Denn hier sind wir anscheinend fertig. Was leuchtet denn da alles so rot? Hä? Wo kommt da dieses Licht her? Keine Ahnung. Ach ja, das kennen wir ja schon. Das bietet sich immer wieder an, aber wie gesagt, ich werde das erst zum Ende des Projekts machen. Tja, weg ist es. Aber das sehen wir noch, keine Angst. Gehen wir jetzt jedenfalls wieder nach oben. Es ist auch ziemlich viel Zeit für mich vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Möchte ich wenigstens jetzt mal wieder einen Part machen. Tja, das kennen wir schon. Da hinten tümpelt unsere wahrscheinliche Frau herum. Mit ihrem tollen Lächeln. Ach, und da hinten sehe ich ja schon den Baum. Ein verkrüppeltes Bäumchen, das auch noch schreit wie ein Baby. Die Baumkrone hat die Form eines Kinderkopfs. Fehlt nur noch, dass es zu weinen anfängt. Ja, ich glaube, das kommt auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und sehr auffällig sind ja auch diese Blätter, die scheinen wir mitnehmen zu können. Ein paar Blätter, sie wirken irgendwie lebendig. Lebendig? Ich werde sie alle nehmen. Okay. Dann nimmt sie alle mit. Ja, was machen wir mit dir? Was könnten wir machen? Wir könnten... Moment, konnte ich das Jagdmesser nicht sonst immer untersuchen? Jetzt kann ich es wieder benutzen. Du wirst jetzt aber nicht das Jagdmesser reinstochern, oder? Ah, natürlich macht er das. Was sollt ihr sonst machen? Ich sehe es schon kommen. Nee, nicht einmal. Guter Junge, ein Glück. Ich hatte schon Angst. Aber kaputt machen wirst du es nicht, ja? Liege ich damit richtig? Anscheinend.
Tja, ich weiß nicht. Das muss uns doch irgendwas bringen. Wir könnten eine Kinderhaube aufsetzen. Es sind Haare dran. Wessen Haube das wohl war? Sie muss einem Kind gehört haben. Tja, heute wie es aussieht, wieder große Itemsammlerei und da ein bisschen gucken, da ein bisschen gucken. Irgendwie wird das momentan nicht mehr. Wir haben jetzt Kinderhaare bei uns. Ich möchte trotzdem mal versuchen, ob ich bei dem Baum da das irgendwie aufbekomme. Vielleicht ist ja was darin. Ich versuche es deswegen trotzdem nochmal mit meinen Werkzeugen. Krümmte Klinge wohl kaum. Ach, wir wollten die Axt ja auch mal schleifen, glaube ich. Stimmt. Nein, hier geht nichts. Die Axt haben wir, glaube ich, auch schon versucht. Okay. Geht noch nichts. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja gut. Hier ist noch nichts. Das Becken. Sollen wir da vielleicht noch Haare dazugeben? Wäre jetzt so mein Gedanke, keine Ahnung. Oder Blätter. Jo, gibt sie tatsächlich rein. Dieses Herumprobieren bringt doch immer wieder was. Und jetzt versuche ich das einfach mal anzuzünden. Mal sehen, ob das klappt. Nein, es ist noch nicht fertig. Müssen wir noch Blätter dazugeben? Oder was will er denn noch von uns? Den Ring wohl kaum. Kinderhaube. Nee, die Kinderhaube kann ich nur untersuchen und nicht benutzen. Asche wird hier nicht passen. Brief, Zimmerschlüssel. Was haben wir denn noch? Diese Blätter, aber das wird... Okay. Er hat tatsächlich diese Blätter da reingepackt. Gut, dann... ich weiß nicht, warum ich immer so ein kleiner Feuerteufel bin, aber ich möchte es jetzt nochmal versuchen, das Ding anzuzünden. Denn da haben wir sein Öl oder was das noch war, reingegeben. Daher sollte es eigentlich brennen. Wow. Wow. Unsere Gestalt im Spiegel. Oh wei, oh wei. Tja, und jetzt ist er wieder schmutzig. Interessant, was bekommen wir denn? Zunder. Das brauche ich nicht mehr. Okay, wir haben Zunder bekommen. Ich hätte es vorher noch untersuchen sollen. Sie erinnern mich an die, die früher in Blutritualen verwendet wurden. Tja, du musst es ja wissen. Mann ey, das ist doch so krank. Hier geht noch nichts. Ach ja, die Tür im Boden. Haben wir uns die überhaupt schon angeguckt? Ich weiß es nicht. Wäre auch mal interessant. Vielleicht machen wir das heute noch. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwo was machen kann. Ob wir zum Beispiel diese Asche dahin schmieren können, diesen Zunder. Nein. Beutel mit Samen. Was sollen wir denn machen? Die Perle wirst du wohl auch nicht. Göttinnen-Symbol. Asche, nee. Hat alles keinen Sinn. Kerze hinstellen wohl auch nicht. Nein. Tja. Huhu. Das ist derselbe Steinhaufen, den ich draußen fand. Wo? Ach, den. Ja, das sieht so aus. Und was... okay, was wirst du mir damit sagen? Steinhaufen. Ach ja, dieses Schuhwerk, ey.
Müssen wir auch noch irgendwie da runterbekommen, anscheinend. Tja, ich weiß jetzt nicht, was die mit dem Steinhaufen mir sagen wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es schon versucht, das irgendwie runterzubekommen, diese Schuhe. Hat so keinen Sinn. Eisenstange? Nee, das ist alles Quatsch. Ziemlich sinnfrei, was ich hier mache. Ja, hier geht leider auch nichts. Ich weiß es einfach nicht mehr so genau, was man hier machen muss. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir könnten wirklich jetzt mal gucken, ob wir nicht mal in ein neues Gebiet kommen, denn diese Falltür da, ich weiß nicht, ob wir schon mal runtergegangen sind. Ich denke ja nicht. Ja, gucken wir doch einfach mal, ob sie geht. Nein, wir können sie nur untersuchen. Das ist schade, aber wir haben doch so einen Schlüssel noch bei uns. Zweite Zimmerschlüssel. Geht leider nicht, schade. Zweite Zimmerschlüssel, ja gut, das war der von dieser einen Kammer, von diesem Schlafgemach. Dass er hier nicht geht, das war zu erwarten. Ach Leute, was soll ich denn tun? Sehe jetzt auch nichts Auffälliges. Ja, das Geräusch kennen wir schon, uninteressant. Wir gehen weiter. Ich werde jetzt überall nur noch mal kurz ein bisschen durchlaufen und versuchen, ob mir was einfällt oder ob ich irgendwas sehe, was ich noch machen könnte. Ja. Gut. Machen wir mal weiter. Hier haben wir auch schon alles gesehen. Ach Mensch, den Holzkopf, das wollten wir doch noch machen. Ja, es kommt davon, wenn man so lange nicht mehr aufnehmen kann. Wir wollten ja noch die Maske. Ja, ich habe mich erschreckt, weil ich mich so zu schnell umgedreht habe. Ja, da hockt sie. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber was soll's. Wir werden schon nicht gleich daran sterben oder Game Over gehen, was weiß ich. Hier ging ja noch nichts. Nein, da brauchen wir den Schlüssel und da funktioniert dieser ja nicht. Nein, natürlich nicht, das wäre zu einfach. Gut. Hockst du immer noch hier? Nein, sie ist schon wieder verschwunden. Hier haben wir normalerweise auch alles eingesammelt und gemacht. Das Feuer, Moment. Ich überlege gerade unsere Tafeln, ob wir hier was machen können. Es geschieht nichts. Die Tafel allein kann nicht mit dem Feuer reagieren. Ich nehme sie lieber wieder an mich, bevor sie zu heiß wird. Naja, fass einfach mal in die Flammen. Mal überlegen, was konnte man hier machen? Wir versuchen mal den Ring in eine dieser Öffnungen zu stecken. Drei würden hier passen. Ja, ich habe den Ring in den Einschnitt auf die Tafel gelegt. So, und das legen wir jetzt einfach mal hier rauf, würde ich sagen. Der Ring schmilzt. Das geschmolzene Gold füllt den Einschnitt auf der Tafel. Und jetzt? Ach, da hockt sie schon wieder. Es ist glühend heiß. Ich brauche ein Werkzeug, um es von der Flamme zu nehmen. Ja, aber die anderen Platten kannst du schon an dich nehmen. Also das, naja. Wie wäre es mit der Kaminschaufel? Okay. Gut, jetzt haben wir, wo haben wir das denn? Tafel, Tafel, Tafel. Mensch, wo ist es denn? Was haben wir jetzt aufgenommen? Diese Tafel mit dem Ring.
Wo ist mein Ring hin? Ach, da... Oh. Da unten ist es. Müssen wir es jetzt mit Wasser kühlen oder ablöschen, kann das sein? Und ich suche im Inventar rum, ach Mann. Okay. So, dann haben wir das wieder an uns genommen. Jetzt haben wir einen goldenen Ring. Ich habe ihn angefertigt, indem ich den Ehering der Kleiderpuppe eingeschmolzen habe. Ob sie sich darüber freuen wird, die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem Ring? Was machen wir mit den anderen Tafeln? Das ist noch schwer zu sagen. Maske auf Holzkopf. Ja gut, es geht so Stück für Stück voran, aber wirklich bringen tut uns das leider nichts, finde ich. Ich wüsste auch nichts mehr, was ich hier noch probieren könnte. Aber gut, wir werden eh bald aufhören. Diese Gabel möchte er nicht haben. Und ja, also ich werde auf jeden Fall versuchen, noch diese Maske vom Holzkopf zu lösen. Gehen wir dann noch schnell runter. Und ja, dann mal gucken. Wir werden irgendwann vermutlich mal diese Masken aufsetzen. Und vielleicht sehen wir ja dadurch mehr. Ich meine, wenn es schon heißt, die Maske des Assassinen und das Antlitz der Wahrheit, da muss doch irgendwas gehen. Mal abwarten. So. Ja. Es verliert ein bisschen an, ja, an Spannung oder wie soll ich es am besten ausdrücken. Irgendwann wird es halt einfach alt. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Na gut, dafür haben sie wenigstens hin und wieder mal ein paar interessante, Effekte eingebaut. Was hatte es denn mit dieser Tür noch gleich auf sich? Soll ich wirklich durch diese Tür gehen? Ich habe das Gefühl, es gibt noch viel mehr in Erfahrung zu bringen. Das heißt, wir könnten hier rausgehen, verstehe ich das richtig? Okay. Wisst ihr was? Ich speichere mir das einfach mal ab. Und vielleicht ist das ja ein weiteres Ending. Wir hätten es dann zumindest mal noch als Speicher in Reserve. Was schreiben wir denn? LP. Türe. Dach. Gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon geht oder ob wir das machen können. So, gespeichert hat es. Anscheinend. Obwohl, ich sehe jetzt eigentlich nichts. Kann ich nur diese Speicherpunkte machen? 2, 3, 4. Kann ich nur 5 Speicherdateien anlegen? Oder wie sieht das aus? Das wäre natürlich doof, dann kann ich schlecht alle Endings zeigen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber wenn ich jetzt da was schreibe, das wird irgendwie nicht gespeichert, habe ich das Gefühl. Ja, das will er gleich überschreiben, aber irgendwie eine neue Datei liegt er nicht an. Ich versuch's nochmal, aber... Ah, doch, jetzt hat er was Neues angelegt, oder? Nee, Moment. Doch. Ich glaube, das passt jetzt, oder?
Hä? Ich. Ja, das ist total uninteressant, was ich gerade mache, aber. Ein bisschen seltsam gerade, was hier so vor sich geht. Will ich wirklich fliehen? Ich habe das Gefühl, dass ich das Haus nicht mehr betreten kann, wenn ich gehe. Ja, also hier bekommen wir jedenfalls nochmal ein Ending und ich denke mal, es ist schon möglich, jetzt mehrere Speicherdateien anzulegen. Das wäre ja ziemlicher Quatsch. Ich hoffe es mal, aber ansonsten fange ich halt nochmal von vorne an und ja, also wir werden das alles mitnehmen, sofern es mir möglich ist. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell runter. Und tja, diese Maske werden wir wohl dann erst versuchen, das nächste Mal von diesem Holzkopf zu trennen. Wow. Also, das ist widerlich. Das ist mir auch relativ neu, muss ich sagen, aber gut, wenn es weiter nichts ist, soll uns das mal nicht panisch machen. Na gut, wir werden nochmal in die Werkstatt gehen und vielleicht können wir mit dem Holzkopf was machen. Wie es sonst mal aussieht mit unserem Inventar, mal sehen. Wir werden vielleicht mit den Masken ein bisschen rumspielen. Und ja, irgendwas wird sich schon ergeben. Seid gespannt, jedenfalls, wenn es wieder weitergeht. Bei Anna.